Was war dein erster Eindruck, als du den Wagen gerade gesehen hast? Schock. Ach du Heilige, die haben da was. Ach, die haben das schon gemacht. Mhm. Ja, wird langsam. Schau das mal. Ja. Geil. Der wird lackiert. Das ist Originalarbeit, ja. Nein, nicht original. Origin. Sind auf jeden Fall AMG-Felgen, aber die werden hier auch lackiert. So, Stoßstange ist auch ab. Bisschen Rost, bisschen. Bisschen. Aber es ist ja nicht schlimm. Nein. Das ist Entlüftung. Kfz-Fuzzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht wieder um mein ML. Heute bin ich auf dem Weg nach Bochum und da wartet Baderabe auf mich und Sadri. Baderabe ist ein Karosseriemeister und guckt sich den Wagen einmal an und wir werden den Wagen heute mal schleifen oder nicht. Ne? Also wir wissen nicht ganz genau, was wir machen. Deswegen fahren wir jetzt nach Bochum und wir sehen uns gleich da auf dem frischen Kaffee. Ist das alles oder was? Nochmal! Mal wieder wackelt so. Ist der liebe Ferrat. Welches Jahr? Fast dritte. Dritte. Okay, was brauchst du? Lehrgang für Elektrik. Lehrgang für Elektrik, was willst du denn lernen? Die Grundbedürfnisse, also die Grundkenntnisse weiß ich, aber so, was ich zum Beispiel, wie, was müsste. Können wir machen. Lach mal, oder? Ja. Sadri, wie geht's? Gut, ja? Bei euch alles okay? Alles okay. Sehr schön. Was ist das? Was ist das? Sadri, das ist der billigste AMG Deutschland. Sieht man ja, ne? Ja, sieht danach aus. So, Sadri, Sadri ist ein Lackierer. Was meinst du, wie kriegen wir das am besten weg? Ich weiß es nicht. Warum lachst du? Was hast du denn vor? Willst du polieren, lackieren? Was wir genau machen, wissen wir noch. Aber was war dein erster Eindruck, als du den Wagen gerade gesehen hast? Schock. Schock. Tati, du bist schon drauf. Sadri, Stoßstange muss ab. Ja. Das müssen wir einmal flicken. Ne? Okay. Und dann werden wir den einmal komplett schleifen. Also Spiegel werden wir abmachen. Das werden wir abmachen. Ja. Und Grill. Ja, wir wissen noch nicht, ob wir polieren oder nichts. Wir haben nur die Farbe halt gesagt. Okay. Und die hat mir Farben gezeigt, dass das jetzt richtig geil ist. Ja. Ja, das ist ein bisschen Arbeit, aber so die Seite ist gar nicht mal so schlecht, ne? Die Opa. Ja. Hier. 1900 Euro, was sagst du? Ja, da kriegst du ein Polo für. Ja. Keiner im Gegenteil. Keiner hat sowas gesagt schon. Naja, das ist unfassbar. Ganz ehrlich, ich würde mit dem auch nehmen, ja? Du willst den auch nehmen, ne? Ja. Langsam machen. Vor allen Dingen, man muss das die Potenziale, was man damit machen kann. Ne? Ja. Wenn man ein Auto bescheuert ist. Wenn man ein bisschen Hand selber anlegen kann, dann kann man schon einiges draus machen. Sadri, unser Lackiermeister. Wie hast du das jetzt weggekriegt, Sadri? Ich benutze das hier. Okay. Besser wie der Fingernagel. Und was benutzt du? Also mit Verdünnung. Mit Verdünnung? Ja, das geht viel schneller weg. Krass. Also wir wollten jetzt schleifen, aber... Wir melden das jetzt noch nicht. Das ist krass, aber... Sieht eklig aus. Die Popel aber... Überlebt ihr das mit diesem Verdünnungsscheiß hier? Das ist schon gut. Echt? Also seid ihr schon verstrahlt? Ja, wir sind schon komplett... Alter, ey, ich habe Kopfschmerzen. Ja, ich mache jetzt auch ein bisschen. Krass. Kurz Schluck schnappen. Was hast du entdeckt hier? Bisschen Rost, bisschen. Bisschen. Aber es ist ja nicht schlimm. Nein. Das ist Entlüftung. Ne? Spiegel haben wir auch abgebaut. Das macht der liebe Frat. Der beste Azubi hier. Warum machst du so? Das macht man. So, willst du mal erklären, wie du die Spiegel abbaust? Ja. Drei Schrauben, ein Stecker. Maschine weiter. Ja, wird langsam. Schau das mal. Geil. Gut, dann machen wir mal weiter. Bist du hier zu Baderabe, Karosseriemeister? Was hast du gemacht? Golden hat drauf gemacht. Selber auch. Achte mal. Guck mal, wie der lacht. Selber.
Alter, wie hat er das gemacht? Probiert, gemacht. Er hat nur so gemacht. Er hat so gemacht. Das war's. Ich hab's auch selber nicht erkannt. Krank. Auswurf, alles okay? Ja. So, Stoßstange ist auch ab. Sieht alles okay aus. Und das machst du dann komplett und dann ist es dann genau, so den Schweiß. Komplett, den kompletten Riss. Aha, und dann später machst du nur irgendwas drauf. Schleifen oder? Wir, spachteln. Guck mal. Krass. Ich dachte, du machst jetzt ein Zeug oder so drauf, dachte ich, weißt du? Aber kann man schon mal machen, ne? Guck mal. Ey, das ist ja schon original. Original? Original? Das ist Originalarbeit, ja. Nein, nein, nicht original. Original. Original? Ach, guck doch mal. Ist ein bisschen nass, oder? Ja, das ist Rostlösung. Rostlösung. Ach so. Das. Sieht auf jeden Fall schon mal vielversprechend aus. Oh, das ist schon durch, ey. Ist noch ein bisschen... Spachtel drauf, den mache ich jetzt gerade ab. Boah! Was ist das? Damit ich hier vernünftig schweißen kann. Ja. Da war doch mal Experten dran, ne? Da waren richtige Experten dran. So, der Jan ist hier noch dran. Nur hier. War schön, schön geworden, Jan. Es geht, Glasfaser kann ich leider nicht schweißen. Ach, der ist war Glasfaser. Glasfaser ist auch noch drauf. Ach du Heilige, die haben da was. Ach, die haben das schon gemacht. Mhm. Ja, Mann, jetzt sehe ich es auch. Hier, guck mal. Kannst du nur runterdrücken und spachteln. Ja, okay, das kriegen wir hin, das ist ja kein Ding. Aber das finde ich geil. Ne, also das ist schon mal das Grobe. Finde ich schon mal richtig geil. Ne? Sieht ganz gut aus. Und dann wird das ja noch geschliffen und so. Ja. Boah, bin mal gespannt, wie das aussieht. Aber schon geil aus. Wie oft machst du das, Jan? Nicht oft. Du machst. Also ihr macht immer neu dann, ne? Meistens neu jetzt auch. Von SK machen wir die auch immer. Die Autos immer meistens holt er die Neuteile. Ja. Also ist eigentlich immer entspannt. Aber sowas kaum noch. Kaum noch. Gut. So, machen wir gleich weiter. Schon weggemacht, alles weg, nichts mehr dran. Hinten ist schon alles weg und da ist der Fullrad noch. Der macht noch hier oben, habe ich ja nicht weggemacht. Der Arme macht das weg. Sadri macht die Seite jetzt wieder weg. Wir haben uns neue Felgen besorgt, aber die zeigen wir noch nicht. Ne, Sadri, genau. Jetzt machst du noch mal Eingang rüber. Ich noch Eingang Spachtel, um das ja ein bisschen die Löcher zuzumachen. Ja. Dann sollte es auch im Leben sein. Krass. Ja, das ist schon eine Kunst für sich hier, lackieren, instand setzen. Schauen später mal, wie das aussehen wird. Grill haben wir auch ausgebaut. Der wird lackiert. Also sollen wir das wieder einbauen oder sollen wir das weglassen? Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Ich finde das irgendwie, so sieht der viel besser aus. Ja, die Spiegel werden lackiert. Natürlich die ganzen Rostflecken und so, ne? Wir haben ja hier nochmal, pass auf, hier oben, aber da guckt sich der Karosseriebauer das an. Oder Sadri, ich weiß nicht, was Sadri da machen will. Aber hier sieht es alles nur in Ordnung aus. Hier unten haben wir auch ganz kaum was. Da werden wir mal drüber gehen. Ja, am schlimmsten ist natürlich hier. Ja. Hier ist am schlimmsten. Aber ist noch nicht durch, das ist das Gute. Ne, ganz durch ist er nicht. Wir gucken jetzt mal schnell. Ja, hat die Folie doch irgendwas gebracht. Ja.
Die sind auf jeden Fall high von dem Zeug. Das ist immer Verdünnung auf höchstem Niveau, glaube ich. Das Zeug ist so aggressiv, aber das knallt auch in den Nasen. Ne? Boah, kompletten Durchzug. Aber trotzdem bleibt in der Nase das Zeug, ey, echt. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn es fertig ist. Felgen werden auch noch geil aus. Sind auf jeden Fall AMG-Felgen, aber die werden hier auch noch lackiert. Lackieren wir oder polieren wir? Das weiß ich ja noch nicht. Auf jeden Fall Dankeschön an Frat, Dankeschön an Sadri und Dankeschön an Jan. Ehrenmann auf jeden Fall. Gut, Sadri verlinke ich unten. Super Typ, super Lackierer. Also wenn ihr den braucht, ACG hoch. Zubi, aber der kommende Meister, sag ich euch jetzt schon. Super Typ. Und Jan danken auch. Also krass, Jan, was du hier gemacht hast. Hier haben wir eine Beule natürlich. Aber das Problem ist, warte, ich zeig euch das mal. Das Ding hier, der hat einen Platscher drauf bekommen. Und da hat er einfach eine Beule drunter. Aber da können wir leider jetzt nichts machen auf die Schnelle. Weil die ganzen Schrauben abbrechen würden. Deswegen werden wir jetzt mit dieser Beule erstmal leben. Ist ja auch nicht schlimm. Ne, heute ein Tag in ACG Bochum. Hat mir Spaß gemacht. Also ich bin mal gespannt, wie ich den Wagen wieder abholen werde. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Kfz-Fossi. Bis dann. Und rein. Ciao.